Herzlich willkommen alle zusammen bei unserer AutoCAD-Webinar-Serie. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema Arbeit mit parametrischen Abhängigkeiten in AutoCAD 2017. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich führe Sie hier rahmenmäßig durch diese Präsentation durch, und mein Kollege Carsten Senger wird die eigentliche Präsentation halten. Das sitzt hier rechts neben mir. Willkommen, Carsten. Und bevor wir beginnen, möchte ich noch auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Sie können jederzeit Fragen stellen, und zwar im Fragen- oder Chatfenster. Ich werde sie dann im Hintergrund beantworten während der Präsentation. Im Anschluss an die Präsentation wird es noch eine Frage- und Antworteinheit geben. Da können Sie dann auch direkt entweder auch wieder per Text, aber auch per Audio Fragen stellen. Die Präsentation wird aufgezeichnet. Wenn das Webinar zu Ende ist, kriegen Sie dann eine E-Mail, und da finden Sie einen Link, wo Sie dann alle Daten herunterladen können, die PowerPoint, aber auch die Aufzeichnung selber. Ja, jetzt noch ein paar Informationen gleich zu Beginn noch. Bevor wir loslegen, es gibt hier unser deutschsprachiges Forum. Das gibt es jetzt seit einem Jahr, möchte einfach darauf aufmerksam machen. Und hier können Sie auch Ihr Feedback abgeben zu dieser Webinarserie, zu einem aktuellen Webinar, zu zukünftigen Webinarserien, einfach Sachen vorschlagen, was für Themen Sie gerne haben möchten, oder auch zu vergangenen Webinars. Wie hat es Ihnen gefallen? Einfach mal ein Feedback zu hören. Ich zeige Ihnen auch mal ganz kurz live, wie das dann ausschaut. Wenn Sie hier auf dem Forum sind, deutschsprachigen Forum, autodesk.com, /forum, da kommt es auch hin, ist nicht ganz so kryptisch wie hier. Dann klicken Sie hier auf AutoCAD Produktfamilie Deutsch. Und dann sollte auch was passieren. Genau. Und dann hat es zwei permanente Themen, und das zweite ist es auch schon, AutoCAD LT Webinar Feedback. Hier können Sie dann einfach Ihr Feedback abgeben, Vorschläge auch für zukünftige Webinarserien abgeben. Jetzt haben wir hier noch ein paar weitere Informationen. Erstmal das nächste Webinar, ganz wichtig, ist am 4. August. Das Thema muss noch besprochen werden, ist noch nicht definiert. Es wird auf alle Fälle ein sehr interessantes Thema sein. Sie können vielleicht auch, wie gerade eben gezeigt, auch ein Thema vorschlagen. Dann können wir das auch gerne mal durchführen. In der mittleren Box finden Sie zwei Links. Im oberen werden Sie zur deutschsprachigen YouTube-Seite Playlist geführt. Von dieser Serie erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ. Im unteren Link werden Sie zu einer Boxseite geführt, wo Sie die ganzen Dateien runterladen können. Vom Video über die PowerPoint, irgendwelche Beispielzeichnungen oder auch Skripte können Sie alle dort runterladen. Im rechten finden Sie noch, ja, verschiedene Links. Erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ-Webseite. Da können Sie sich selber registrieren für zukünftige Webinars. Ganz unten hat es auch noch das AutoCAD Beta Programm. Wenn Sie ja direkten Einfluss nehmen wollen, wie jetzt AutoCAD jetzt dann die Version 2018 nächsten Jahr dann aussehen soll, dann können Sie sich anmelden über diese E-Mail-Adresse. Sie kriegen dann eine Antwort und einen Link. Und Sie können dann am Beta Programm dann teilnehmen, das dann irgendwann im Herbst dann beginnen wird. Sie kriegen dann die Beta-Version von der neuesten Version und können einfach mal testen und direkt Feedback geben zu den Entwicklern, und die Entwickler werden direkt mit Ihnen dann kommunizieren. Noch ein Hinweis auf diese Seite, das Autodesk Knowledge Network, knowledge.autodesk.com. Hier finden Sie sehr, sehr viele Sachen. Auf zwei Punkte möchte ich ganz besonders eingehen. Die Downloads, finden Sie alles, Service Packs und Hotfix und Updates, oder aber auch Objektenabler und solche Sachen, irgendwelche Sprachpakete eventuell. Bei der Fehlerbehebung finden Sie
sehr, 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 sehr viele Artikel erstellt vom technischen Support von Autodesk. Ja, wir Supporter sind angehalten, bei nahezu jedem Fall, den wir erstellen, einen Artikel zu schreiben, wenn es noch keinen gibt. Und die werden dann publiziert und das sehen Sie die Fehlerbeschreibung sehr kurz prägnant zusammengefasst und dann die sehr kurze und präzise Lösung zu dieser Frage. Ja, bevor ich jetzt an Carsten übergebe, habe ich jetzt noch ein paar Fragen an Sie. Moment, wo haben wir es? Da sind Sie. Meine erste Frage, die ich an Sie habe, ist das Ihr erstes Autodesk Help Webinar? %, haben bis jetzt ihre Stimmen abgegeben. 86, na, 91, schaffen wir noch die 100? Okay, los. Ja, zwei Drittel sind Wiederholungstäter und freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ein Drittel, bei Ihnen sage ich ganz herzlich willkommen zu Ihrer ersten Webinar-Serie oder Reihe heute. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, so dass Sie dann gleich das nächste Mal wieder dabei sind. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie? Ist es AutoCAD, AutoCAD LT oder Architecture, MEP, Civil, Map 3D, irgendwas anderes? Okay. Ja. Also, die meisten verwenden pures AutoCAD oder halt irgendwie Architecture, also AEC-Programme nenne ich es jetzt mal, von AutoCAD. Aber wir haben auch ein paar Civil-Spezialisten, Map-3D-Spezialisten. Das wird Carsten freuen, weil er ist hauptsächlich Spezialist für Civil 3D. Und die letzte Frage, bevor wir beginnen. Haben Sie schon mit parametrischen Abhängigkeiten gearbeitet? Ja, regelmäßig. Ja, aber selten. Nein. Okay. So, die meisten haben gearbeitet mit parametrischen Abhängigkeiten, aber doch sehr selten. Und eigentlich ist es eine Minderheit von Personen, die jetzt oder Teilnehmern, die jetzt eigentlich regelmäßig damit arbeiten. Von da trifft sich's gut. Ich denke, dass die 14% auch einiges noch dazulernen werden und die restlichen hoffe ich doch auf alle Fälle. Ja, jetzt sind wir jetzt aber auch schon damit fertig. Und ich übergebe jetzt einfach an Carsten und bis nachher dann. So, ein herzliches Willkommen auch von mir Muted. an dieser Stelle. Jetzt bräuchte ich von dir noch die Bildschirmübertragung, Bernd. Genau, eins drunter. Mager nicht, einen Moment. Hat es jetzt geklappt? Mein Bildschirm übertragen. Ja, wunderbar. Das ist das Falsche. Gut, kommen wir zur heutigen Agenda. Jetzt bin ich natürlich auf der falschen Seite, aber zur richtigen kommen wir ganz schnell. Heute steht auf dem Programm die parametrischen Abhängigkeiten. Ich hoffe für die 14%, die sehr regelmäßig damit arbeiten, dass ich Ihnen noch etwas Neues erzählen kann und dass Sie nicht
das Gefühl haben, sie haben jetzt ihre Zeit verloren und nichts Neues erfahren. Aber oft hilft es ja schon, wenn man einen einzigen neuen Befehl kennenlernt, da lohnt sich dann auch mal eine Stunde ein Webinar anzusehen. Es gibt genauso, oder es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene geometrische, parametrische Abhängigkeiten. Einmal die geometrischen Abhängigkeiten und einmal die Bemaßungsabhängigkeiten. Und am Schluss werde ich noch kurz darauf eingehen, was der Unterschied zu AutoCAD 2017 LT ist. Und wenn wir Zeit haben, kann ich das auch noch präsentieren. Dann sehen wir einmal, wie das Ganze in AutoCAD ausschaut. Ich habe jetzt einmal drei Zeichnungen vorbereitet. In dieser Zeichnung werde ich die geometrischen Abhängigkeiten besprechen. Erst einmal, wo finde ich diese Abhängigkeiten? Wenn sie in der Multifunktionsleiste nicht vorhanden sind, dann kann ich hier mit der rechten Maustaste überprüfen, ob die Registerkarte angezeigt ist. In meinem Fall ist sie nicht angezeigt und ich werde sie mal anzeigen lassen und habe dann eine eigene Registerkarte für die parametrischen Abhängigkeiten. Aufgebaut sind die Werkzeuge so, dass ich einmal einen Bereich für die geometrischen Abhängigkeiten habe und kann hier noch verschiedene Anzeigearten wählen und einmal rechts daneben den Bereich für die Bemaßungsabhängigkeiten ebenso mit den Anzeigeeinstellungen. Ich habe hier noch im Grunde genommen drei weitere Funktionen für allgemeine oder die sich auf beide Bemaßung und geometrische Abhängigkeiten auswirken. Das sind die Abhängigkeiten löschen, den Parametermanager und die Autoabhängigkeiten, auf die ich auch zu sprechen kommen werde im Detail. Gut, was sind Abhängigkeiten? Im Grunde genommen mache ich meine Objekte, also die einfachen Linien- und Polylinienobjekte mit Abhängigkeiten etwas intelligenter in Anführungszeichen und ich setze sie in Bezug zueinander. Es gibt bei den geometrischen Abhängigkeiten eine Reihe von Abhängigkeiten, die ich hier kurz durchgehen möchte. Zum Beispiel kann ich sagen, dass zwei Punkte zusammenfallen sollen, egal wie sich die Geometrie ändert. Dieser Verknüpfungspunkt dieser beiden Linien wird immer übereinstimmend sein. Ich kann eine Abhängigkeit setzen, dass zwei Linien kolinear zueinander verlaufen. Das heißt, dass sie in derselben Flucht liegen, ob sie jetzt verbunden sind oder irgendwo anders liegen. Ich kann sagen, dass ein Mittelpunkt eines Radius oder eines Kreises oder eines Bogens immer zusammenfallen soll, was ich auch noch zeigen werde im Laufe des Webinars. Und ich kann auch einen bestimmten Punkt einer Geometrie sperren, sodass dieser sich in der Position nicht mehr verändern lässt. Dazu kann ich sagen, eine Linie oder eine Polylinie soll parallel einer anderen Linie sein oder lotrecht aufeinander stehen. Ich kann eine ganze Linie horizontal setzen oder vertikal. Ich kann einen Tangentialpunkt erzwingen und eine Abhängigkeit glatt machen. Das heißt, der Übergang zwischen zwei Linien soll automatisch möglichst glatt berechnet werden, spiegelnd abhängig setzen oder in den geometrischen Eigenschaften gleichsetzen. Ein kleiner Diskurs hier, wenn Sie sehen, wenn ich hier rübergehe, dass ich dieses Dropdown-Hilfemenü recht schnell aufklappt. Das hatte ich in einem früheren Webinar nochmal oder schon mal besprochen. Das kann man einstellen in den Optionen. Und da habe ich diese Quick-Infos und kann sagen, die erweiterten Quick-Infos sollen angezeigt werden. Und zwar, da kann ich mir in Sekunden eine Verzögerungszeit einstellen. Je nachdem, wie sicher man mit dem Programm ist, kann das natürlich das Programm etwas performanter machen. Oh, wenn ich hier zum Beispiel 10 Sekunden einstelle, sodass dieses erweiterte Menü nie angezeigt wird. Fangen wir mal an und nehmen uns diesen Grundriss. Dieser Grundriss besteht aus einzelnen Linien und
zwei Bögen und ich möchte jetzt hier im Grunde genommen eine weitere Geometrie erstellen, die sich mit einer Lücke quasi an dieses ja, diesen Erker oder diese Auswölbung des Gebäudes anschließt. Im Grunde genommen kann ich die geometrischen Abhängigkeiten, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, entweder so erstellen, dass sie dauerhaft angewendet wird, dass ich quasi eine gewisse Geometrie nicht mehr verändern kann oder dass die Geometrien ineinander veränderbar sind. Aber man könnte es auch so sehen, für diejenigen, die sich die Frage stellen, wozu brauche ich das überhaupt? Man könnte es sich eben so vorstellen, dass ich eine Geometrie geometrisch korrekt zeichnen kann und zwar sehr schnell, ohne jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Linie zeichne und ich möchte einen rechten Winkel zeichnen, gehe ich normalerweise so vor, dass ich hier diese Linie zeichne und jetzt hat einen rechten Winkel oder mir den Winkel auswähle oder hier mir den Winkel anzeigen lasse und dann versuche, hier meinen 90-Grad-Winkel oder irgendwas zu treffen. Und wenn das nicht geschieht, muss ich diesen Winkel oder diese Linie wieder ändern. Bei der geometrischen Abhängigkeit könnte ich ganz schnell diesen Winkel erstellen, indem ich einfach windschief zwei Linien zeichne und sage, die sollen im rechten Winkel aufeinander stehen. Und jetzt kann ich diese ganze Linie nehmen und verschieben und sie steht immer im rechten Winkel aufeinander. Die geometrischen Abhängigkeiten dabei, das sehen Sie jetzt hier an diesen Bildern. Es passiert das, wenn Sie eine geometrische Abhängigkeit erstellen, dann haben Sie auch die entsprechende Abhängigkeit eingeblendet und zwar neben der Linie und wenn Sie da drauf gehen, dann sehen Sie, wird diese Linie hervorgehoben beziehungsweise die beiden Linien und Geometrien, die diese Abhängigkeit beeinflussen. Das sind jetzt in dem Fall diese Linie und diese Linie. Ich kann da herüberfahren und sehe genau, diese Lotrecht Abhängigkeit es wird auf diese beiden Linien angewendet. Mit einem rechten Maustaste-Klick kann ich diese Abhängigkeiten, dieses Symbol ausblenden und dann wird mir das nicht mehr angezeigt und in dem Fall könnte es sein, dass ich oder ich muss es anwählen, um es mir wieder anzeigen zu lassen. Oder ich kann auch sagen, ich kann alle Abhängigkeiten ausblenden. Und dann sehe ich gar keine Abhängigkeiten mehr. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn Sie eine Zeichnung bekommen von jemand anders, der geometrische Abhängigkeiten verwendet hat. Und Sie möchten diese Geometrie plötzlich ändern und es passiert nichts. Oder die Geometrien verhalten sich ganz komisch zueinander. Und Sie wissen nichts von irgendwelchen Abhängigkeiten, dann wäre es ganz gut, wenn Sie einmal hier diese geometrischen Abhängigkeiten anzeigen oder einblenden oder ausblenden drücken. Ja. Alle anzeigen, das war's. Und dann sehen Sie diese halbtransparenten Symbole für die Abhängigkeiten. Sie können einzelne Abhängigkeiten mit dem rechten Maustaste-Menü löschen oder in die Einstellungen kommen, die ich später noch erklären möchte. So, sehen wir das jetzt mal uns an in der Praxis. Ich zeichne mal eine windschiefe, geschlossene Polylinie, die ich jetzt im Grunde mit Hilfe von geometrischen Abhängigkeiten an diesen Erker andocken oder anfügen möchte. Das Erste, was ich tue, ist, ich möchte diese Linie und diese Linie immer parallel sehen. Also wende ich hier die Abhängigkeit an, dass diese parallel zueinander sind. Hierbei spielt die Reihenfolge eine Rolle. Ich lösche diese Abhängigkeit nochmal oder mache das Ganze rückgängig. Und wenn ich das Ganze andersrum anklicke, dann wird die zweite Linie an die erste angeglichen. Eine weitere Abhängigkeit setze ich hier, dass ich diese Linie und diese Linie parallel mache und ich habe ein schiefes ein Trapez.
und würde jetzt, um das hier rechtwinklig zu gestalten, könnte ich im Grunde genommen hier einen rechten Winkel setzen. Und dabei ist es egal, in dem Fall, wo ich den rechten Winkel setze, dadurch, dass ich hier schon Parallelabhängigkeiten habe, wird das immer an allen vier Ecken rechtwinklig dargestellt. Was jetzt passiert, wenn ich hier über diese Linie sehe, sehe ich da dieses ganz kleine Symbol an meinem Fadenkreuz. Das zeigt mir an, auf diesen Geometrien sind Abhängigkeiten. Ich kann jetzt im Grunde genommen diese Geometrie nur noch skalieren, weil eben diese Abhängigkeiten drauf sind und diese Abhängigkeiten verhindern im Grunde genommen, dass ich eine Geometrieveränderung durchführe, die diese Abhängigkeiten nicht zulassen. Ich kann die Abhängigkeiten auch unter verschiedenen oder in verschiedenen Objekten machen. Das war ja jetzt ein Objekt innerhalb eines Objektes. Ich kann diese im Grunde genommen auch diese Geometrien abhängig machen von Geometrien anderer Objekte. Das mache ich jetzt mal, indem ich hier sage, diese untere Linie soll in einer Flucht entstehen zu dieser Linie und setze hier eine Abhängigkeit und ich sehe jetzt, dass ich hier eine Kollinearität erzeugt habe zwischen dieser Linie und dieser Linie dieses Objektes. Genau. Dasselbe, ich möchte, dass die Breite dieses Objektes gleich der Breite dieses Objektes entspricht. Also gehe ich her und setze eine Kollinearität von hier nach hier und dann sehen wir mal, was passiert. Wir sehen, die untere Linie hat sich mit verschoben und das liegt daran, dass entweder zu wenige oder zu viele Abhängigkeiten gesetzt sind. Also wir haben jetzt hier eine falsche Reihenfolge eingehalten, das passiert und man muss eben genau darauf achten, wo sind schon Abhängigkeiten und wie verhält sich eine neue Abhängigkeit in dem ganzen Verbund, wenn ich eine neue dazusetze. Ich mache diesen Befehl mal rückgängig und wir werden da gleich weitermachen. Ich möchte einen kurzen Abstecher machen zu der Funktion Autoabhängigkeit. Den Befehl kann ich anwenden, er wendet geometrische Abhängigkeiten auf ausgewählte Objekte an. Das heißt, das Programm sucht sich alle möglichen Abhängigkeiten aus, die es für die jetzt auszuwählenden Objekte anwenden kann. Noch ein weiterer Diskurs oder ein kleiner Umweg. Ich gehe mal in die Einstellungen der Abhängigkeit. Und da gibt es eben die Geometrie, die Bemaßung und die Autoabhängigkeitseinstellungen. Und hier kann ich Filter setzen. Per Standardeinstellungen sind alle möglichen Abhängigkeiten ausgewählt, außer dieser Gleicheinstellung. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine recht komplexe Geometrie haben und Sie wählen Autoabhängigkeit, dann wird Ihnen auch sehr viele Abhängigkeiten automatisch erstellt. Hier können Sie dann sagen, ich möchte zum Beispiel keine parallele Abhängigkeit erstellt haben, sodass Sie da weniger Abhängigkeiten in der Zeichnung haben. Dazu muss ich sagen, die Abhängigkeiten brauchen natürlich einiges an Rechenleistung. Nehmen wir an, Sie haben eine Zeichnung, die 10.000 Objekte hat und davon sind 5.000 voneinander abhängig. Das muss das Programm natürlich alles berechnen und aufbauen am Bildschirm und dementsprechend langsam wird Ihre Zeichnung. Also in dem Fall ist das Gebot immer weniger ist mehr, aber damit die Zeichnung performant bleibt, aber manchmal ist es eben besser, auch einige Abhängigkeiten zu haben. Noch, was ich hier auch noch einstellen kann, sind für die ausgewählten Objekte die Toleranzen, zum Beispiel
der Abstand von 0,05, um einen Winkel zum Beispiel oder einen übereinstimmenden Punkt zu finden und der Winkel von einem Grad. Das werde ich jetzt mal machen. Ich werde hier diese Autoabhängigkeiten setzen für dieses Objekt oder diese Linien. Und Sie sehen, es werden automatisch verschiedene Abhängigkeiten gefunden. Das Programm geht hier eigentlich der Reihenfolge durch die Geometrien und schaut, was kann ich hier setzen. Zum Beispiel wird diese Linie, wenn ich die mal aufleuchten lasse, mit dieser Linie parallel gesetzt. Und diese Linie hier wird mit dieser parallel gesetzt. Wir haben hier einen rechten Winkel und hier haben wir eine Kollinearität. Also es wird eine Auswahl gesetzt, die das Programm eben findet. Wenn ich jetzt meine Kollinearität auch von dieser Linie und dieser Linie wiederhole, nachdem ich hier meine weiteren Abhängigkeiten gesetzt habe, und die Abhängigkeiten bewirken im Grunde genommen, dass diese Linie hier in ihrer Position fest bleibt, dann wird diese Linie hier nicht mehr verschoben, sondern im Grunde genommen das hier oben skaliert nach unten. Jetzt habe ich diese Linie parallel mit der Linie. Jetzt möchte ich als weiteres die obere Linie genauso lang haben wie die untere Linie. Ich könnte jetzt hier einen Gleichparameter setzen, zum Beispiel, indem ich sage, diese Linie soll gleich dieser Linie sein und schon wird das skaliert und Sie sehen, durch die Abhängigkeit mit der Kollinearität wird mein zweites Objekt automatisch mit versetzt in der Lage. Gut, gehen wir mal weiter. Was ist noch eine Besonderheit bei den Abhängigkeiten? Ich setze einmal einen Festpunkt an dieser Stelle. Bei der Gelegenheit möchte ich Sie darauf nochmal hinweisen, wenn ich Abhängigkeiten habe, dann habe ich hier diese kleinen blauen Griffpunkte, die mir auch nochmal anzeigen, da sind Abhängigkeiten drauf. Also ich sage, dieser Punkt soll fest sein. Ich habe hier ein neues Symbol mit dem Schloss. Hier ist ein fester Punkt. Und schließlich sage ich noch, diese Linie hier soll parallel geschaltet werden und das ganze Objekt dreht sich mit allen Abhängigkeiten in die horizontale Lage, entsprechend dieser Linie. So, was passiert jetzt, wenn ich keine Abhängigkeiten angezeigt habe und ich sage, ich möchte dieses Objekt drehen, zum Beispiel, um diesen Punkt. Irgendein Objekt drehe ich, ich nehme jetzt einmal dieses hier und drehe es an dieser Stelle. Und dann erkennt das Programm, hallo, die Funktion drehen funktioniert hier nicht, weil wir haben Abhängigkeiten, die das verhindern. Ich kann jetzt entscheiden und dieses Menü ist neu in AutoCAD 2017. Ich kann jetzt entscheiden, was ich machen möchte. Ich kann die Abhängigkeiten, die meine Drehenaktion verhindern, kann ich ausschalten oder ich kann sie beibehalten und es passiert gar nichts. In dem Fall schalte ich sie aus. Kann jetzt sagen, ich möchte drehen in den Winkel und dann kann ich dieses Objekt für sich wieder drehen. Wenn dieses Objekt jetzt wieder abhängig wäre von diesem hier, zum Beispiel durch einen rechten Winkel, könnten wir gleich mal ausprobieren. Ich setze hier einen rechten Winkel drauf, dieses und dieses. Da müsste ich andere Abhängigkeiten lösen, damit diese Abhängigkeit angewendet werden könnte. Aber wenn das hier ein rechter Winkel sein sollte und ich würde drehen, dann würden quasi alle von diesem Objekt abhängigen Objekte auch mitgedreht werden. Gut. Was haben wir für weitere Abhängigkeiten? Nur um diese geometrischen Dinge einmal zu demonstrieren. Ich habe hier einige Formen und was passiert zum Beispiel bei der konzentrischen Abhängigkeit von einem Kreis und einem Bogen. Und da wird dann der Mittelpunkt für beide
gleichgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt dieses den Kreis verschiebe, dann wird sich der Bogen mit verschieben. Und wenn ich den Bogen ändere, entweder in seinem Radius, dann wird der Kreis mitgehen. Oder ich ändere ihn in der Weite, dann passiert gar nichts. Und hier wieder im Radius. Jedenfalls wird immer derselbe Mittelpunkt beibehalten werden, weil diese Objekte abhängig sind. Bei der tangentialen Abhängigkeit wird die Tangente bzw. der Kreis, je nachdem, was ich vorher anwähle, zur Berührung kommen. Und ich kann jetzt, wenn ich ein Objekt erstelle oder bewege, wird sich hier immer der Kreis an der Tangente oder die Tangente immer an dem Kreis dran sein. Dasselbe bei der, wenn ich den Kreis ändere, ich werde immer eine Tangente haben. Gehen wir einmal weiter zu Freiformen, also diesen Splines hier. Wenn ich hier einen Übergang erstellen möchte zwischen diesem Spline und diesem Spline, dann wähle ich mir den Spline aus. Man sieht auch immer als roten Vorschaupunkt, welcher Punkt quasi verwendet wird. Ist es dieser Punkt und hier der Endpunkt. Und dann wird die erste Linie so verändert, dass wir hier einen Übergang, einen sanften Übergang, der diesen Spline-Regeln entspricht, erstellt haben. Dasselbe, ich mache das rückgängig, dasselbe kann ich erstellen zwischen einem Spline und einem Bogen. Also nehmen wir einmal diesen hier und diesen. Und dementsprechend wird sich meine Geometrie ändern. Wenn ich den Bogen ändere, wird sich dementsprechend auch mein Übergang dynamisch mit verändern. Und hier haben wir noch ein schönes Beispiel, was mir, weil ich von der Civil 3D-Ecke komme und viel mit Punktsymbolen und Blöcken zu tun habe, ganz gut gefällt. Nehmen wir ein, ich möchte ganz schnell einen schönen symmetrischen Pfeil basteln. Hört sich recht einfach an, aber man müsste, um einen Pfeil zu basteln, eben eine Mittellinie haben und zwei Schenkel für diesen Pfeil. Die Schenkel bräuchten denselben Winkel und sollten quasi symmetrisch zueinander sein. Und das könnte ich mit diesen, so ein Objekt könnte ich mit den Abhängigkeiten ganz schnell erstellen. Also ich habe hier drei Linien, die irgendwo windschief zueinander sind. Ich zeige Ihnen das hier nochmal. So. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte, dass diese Punkte hier zusammenfallen, die Endpunkte, und dasselbe auf der Seite, der Punkt soll hier zusammenfallen. Und schon habe ich einmal die Spitze gezeichnet, die dann an dem Punkt auch immer zusammenklebt. Als nächstes könnte ich sagen, der rechte Schenkel und der linke Schenkel, die sollen im gleichen Winkel zueinander sein. Da würde ich jetzt eine Spiegelabhängigkeit machen. Das erste Objekt ist hier, das zweite Objekt hier und dann brauche ich noch eine Symmetrielinie, diese hier. Und jetzt habe ich im Grunde genommen einen schönen Winkel, der, wenn ich jetzt das Objekt verändere, hier immer im gleichen Winkel bleibt, aber die Schenkel sind noch nicht gleich lang. Ich nehme eine Abhängigkeit in dem Fall und sage, diese Geometrie soll dieser Geometrie entsprechen und habe jetzt eine Abhängigkeit der Pfeilschenkel. Ich setze das mal hier mal nach oben. Könnte jetzt hier diesen Schenkel ändern und mir mein Pfeil am Schluss zurechtbasteln und anschließend im Grunde genommen alle meine Abhängigkeiten wieder löschen. Hier oben habe ich noch zwei und daraus meinen Block generieren und schon hätte ich ein schönes Symbol für einen Block oder für ein Koko-Punkt heißt das in Civil 3D, also ein Koordinatenpunkt, wo ich dieses Symbol draufsetzen kann. Kommen wir zu den, zwei Dinge wollte ich noch sagen für die geometrische Abhängigkeit, dass, bevor ich das vergesse. Es gibt in den Einstellungen für die geometrische Abhängigkeit eine Möglichkeit, dass Sie
geometrische Abhängigkeiten beim Erstellen ableiten. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Linie zeichnen, ich zeichne mal eine Polylinie, versuche hier mal den 90-Grad-Winkel zu treffen, dann wird beim Zeichnen automatisch die entsprechende Abhängigkeit gesetzt. Da brauchen Sie also im Nachhinein gar nicht Ihre Abhängigkeiten setzen, sondern das Programm erkennt das quasi dynamisch während am Zeichnen, welche Abhängigkeiten hier möglich sind. Sie können die Abhängigkeiten an- und ausschalten mit diesen Häkchen hier. Sie können Abhängigkeiten nur anzeigen für Objekte auf derselben oder aktuellen Ebene. Sie können auch die Transparenz dieser Symbole ändern. Und Sie können quasi Abhängigkeiten anzeigen als Vorgabeeinstellungen oder Abhängigkeitsleisten nach dem Anwenden von Abhängigkeiten auf ausgewählte Objekte anzeigen. Also sagen, das Objekt muss ausgewählt sein, damit ich diese Abhängigkeiten sehe, oder ich sehe sie generell oder sehe sie gar nicht. Wie gesagt, über die Menüs alle anzeigen und alle ausblenden können Sie das auch ganz schnell steuern. Kommen wir jetzt zu den Bemaßungsabhängigkeiten. Da wir gerade schon in den Einstellungen waren, gehe ich auch gleich die Einstellungen für die Bemaßungsabhängigkeit durch. Und hier habe ich etwas weniger Auswahlmöglichkeiten. Ich kann im Grunde genommen das Format auswählen, wie es angezeigt werden soll. Also ich habe entweder den Namen, der automatisch vergeben wird und den ich jederzeit auch ändern kann, oder es wird mir bei der Bemaßung nur der aktuelle Wert angezeigt oder eben der Name und ein Ausdruck. Das möchte ich mal an einer neuen Zeichnung demonstrieren. Nehmen wir an, Sie haben hier ein technisches Bauteil mit einem Winkel mit zwei Schenkeln, und hier setze ich mal ein paar Abhängigkeiten. Und zwar sind die Symbole eigentlich selbsterklärend. Ich setze hier mal einen Durchmesser, kann ich platzieren an diese Stelle, und setze hier mal einen Radius. Hoppala, ich muss das noch einmal bestätigen. So, halt Enter. Und setze hier einen Radius für diesen Bogen an dieser Stelle. Bestätigen und setze noch weitere Abhängigkeiten, zum Beispiel von die Schenkellänge von diesem Punkt zu diesem Punkt, und ich setze noch eine zweite Schenkellänge von diesem Punkt zum Anfang des Bogens an dieser Stelle, und um es fast vollständig zu machen, jetzt habe ich wieder die Bestätigungstaste vergessen, platzieren wir das hier, Enter, und um es fast vollständig zu machen, einen Winkel von hier zu diesem Punkt, dass wir immer diesen 120 Grad Winkel haben. Ich kann diese Abhängigkeiten jetzt quasi, oder die Geometrien über diese Abhängigkeiten verändern, indem ich hier doppelt klicke und kann sagen, kann den Wert hier ändern, den möchte ich jetzt mal auf 2,0 ändern, und Sie sehen, die Distanz hat sich hier geändert, und hier nehmen wir einmal den Wert 3,0 und wenn ich jetzt dieses Objekt ändere, dann sehe ich, dass durch die Abhängigkeiten, die ich gesetzt habe bisher, ich das Objekt auch nicht mehr verändern kann. Hier könnte ich noch was tun, da habe ich noch keine Abhängigkeit zu den anderen Objekten gesetzt, das heißt, diesen Radius könnte ich noch ändern. Dieser Radius ist im Grunde genommen fest. Hier kann ich auch nichts machen, da würde sich das ganze Objekt verschieben. Jetzt kommen wir, also ich zeige Ihnen das jetzt kurz mit der Anzeige, wie das aussehen wird, wenn ich nur den Namen eingebe. Haben wir nur den Namen, oder ich, das müsste ich eigentlich auch über die rechte Maustaste sehen, kann den Namen und den Ausdruck sehen. Jetzt kommen wir zu einer schönen Sache, das ist der
Parameter Manager. Und hier ist die Besonderheit, dass ich alle meine Bemaßungsabhängigkeiten auf einen Blick habe. Ich kann hier den Namen ändern, zum Beispiel Länge 1 oder Länge Schenkel 1, wie auch immer, Länge 2 und dann eben mir bessere Namen auswähle dafür. Und ich kann hier auch bestimmte eine neue Parametergruppe erstellen oder mir benutzerdefinierte Parameter erstellen, die dann wieder zum Beispiel Option Carsten 1 heißt und den Wert, hoppala, den Wert nehmen wir einmal 5 haben. Und jetzt kann ich hier oben einen Ausdruck erstellen, zum Beispiel für die Länge 1. Das soll sein 2 mal Carsten 1. Und das heißt, die Gesamtlänge müsste dann 10 sein. Ich sehe das hier in der Beschriftung, steht eben meine Formel drin, 2 mal Carsten 1. Wenn ich das umändere in den Wert, dann müsste dort der Wert 10 stehen. Also ich habe hier über den Parametermanager eine ganz tolle Verwaltungsfunktion für meine Parameter und kann dementsprechend auch einfache Formeln und verschiedene Möglichkeiten über definierte Benutzerparameter anwählen und auswählen. Noch ein Hinweis zu den Parametern selber, diese, ob es jetzt geometrische Parameter sind oder diese Beschriftungsparameter, die werden nicht mitgeplottet. Also da braucht man keine Sorge haben, dass die beim Plotten mit dabei sind. Ich müsste sie, um sie zu plotten, umwandeln. Das geht hier über diesen Konvertieren-Befehl und zwar in eine Bemaßungseinheit oder in eine Bemaßung zu konvertierende. Eins wurde ausgefiltert. Warum geht das jetzt nicht? Der Vorführeffekt. Im Grunde genommen kann ich sie dann quasi auswählen und umwandeln. Ja. Weiß ich jetzt nicht, warum das nicht geht. Der Vorführeffekt. Auf alle Fälle könnten Sie jede Beschriftungsmaßstab umwandeln in eine ganz normale Dimension oder Dimensionierung und dann wird das hier nicht mehr transparent dargestellt, sondern ist dick gedruckt. Das wäre es jetzt, wenn ich auswähle den Beschriftungsabhängigkeitsmodus. Dieser Wert würde jetzt gedruckt werden und es gibt in der Hilfedatei von AutoCAD die genaue Beschreibung. Da würde ich Ihnen das hier mal kurz aufmachen. Was ist eine Beschriftungsabhängigkeit und was ist eine dynamische Abhängigkeit? Das muss man sich mal genau durchlesen, damit Sie und die Unterschiede vergegenwärtigen. Sie sind relativ klein, die Unterschiede, aber können doch ausschlaggebend sein. Zum Beispiel, wenn ich zoome, wird eine dynamische Abhängigkeit in der Beschriftung immer gleich groß bleiben und sie werden nicht angezeigt im Plot, während eine Beschriftungsabhängigkeit im Plot angezeigt wird und eben beim Rein- und Rauszoomen kleiner oder größer wird. Wir sehen das hier. Diese transparenten Beschriftungen werden immer die gleiche Größe haben, während die andere Beschriftung größer und kleiner wird mit dem Zoomen. Jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich gehe jetzt mal kurz zu den Unterschieden für AutoCAD LT mündlich ein. In AutoCAD LT können Sie diese parametrischen Abhängigkeiten oder Zeichnungen mit parametrischen Abhängigkeiten öffnen und sie verhalten sich auch wie normale Abhängigkeiten in AutoCAD auch. Was Sie nicht machen können, ist diese Abhängigkeiten über einen Doppelklick editieren oder neue Abhängigkeiten erstellen.
Was Sie allerdings machen können, ist, diese Abhängigkeiten sichtbar, unsichtbar zu schalten und zu löschen. Und Sie haben den Parameter Manager, wo Sie Bemaßungsabhängigkeiten ändern können. Das sind die Einschränkungen von AutoCAD LT. Also generell können Sie die Darstellung und die Ansicht verändern der Abhängigkeiten. Sie können sie nicht in der Zeichnung, also die geometrischen Abhängigkeiten, nicht editieren, dafür allerdings die Bemaßungsabhängigkeiten im Parametermanager editieren. So, das wäre es dann von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, dann können wir das gleich behandeln. Ich gebe jetzt vorerst einmal zurück zu meinem Kollegen. Unmuted. Und sag von meiner Seite schon mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören bis zum nächsten AutoCAD-Webinar. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich habe jetzt noch eine abschließende Poll, eine Umfrage nochmal. Ich möchte einfach nur kurz wissen, haben Sie heute etwas gelernt? Na, 74% gewotet, können noch ein paar. Okay. Ja. Immerhin, 71% haben wir es gelernt. Für die 29% war es hoffentlich auch ein sehr schönes, eine Erinnerung, wie es nochmal ging und dass es einfach nochmal im Kopf drin ist und immer die überwiegende Mehrheit hat was gelernt, dann das freut uns natürlich. Jetzt noch ganz kurz ein paar Slides so zum Ende. Ja, Sie haben schon gesehen, wo Sie Ihr Feedback geben können. Eben auf der Forumsseite für AutoCAD Produktfamilie. Oder Sie können uns auch direkt schreiben. Sie sehen unten die E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Geben Sie den Betreff ein Build Your AutoCAD IQ. Und ja, und wir, einer von uns beiden oder wir beide werden die E-Mail erhalten und dann werden wir dann direkt darauf antworten. Jetzt kommen wir zur großen Fragen-Antwort-Runde. Falls Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, legen Sie los. Keine Fragen? Alle wunschlos glücklich, wunderbar. Dann bis zum August, bis zur nächsten Webinar-Reihe. Machen Sie vielleicht auch ein bisschen Werbung für uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Senden Sie auch ein Feedback, damit wir noch besser werden oder dass wir gut werden, sagen wir es mal so. Und ja, einen schönen Tag noch. Wiederschauen.